Prost, der sich mit dem Gedanken jetzt schon auseinandersetzen kann, dieses erste Rennen gewinnen zu können. Letzter Attacke, da fährt ihm in die Karre. Und das war ein heftiger Einschlag. Heftiger Einschlag von Nick Heidfeld. Aber die Autos sind sehr sicher, zum Glück. Das sind ja Monocoque-Chassis. Aber das heftig. Auszucken von Nicola Prost, liebe Zuschauer, war sehr hart gegen den Deutschen, gegen Nick Heidfeld. Di Grassi wird gewertet jetzt erstmal als Gewinner dieses Rennens. Dann kommt Daniel Abt und dahinter Karun Chantok. Was danach passiert ist, analysieren. Da muss kann man jetzt erst noch keine Schuld gucken. Geben. Wichtig ist, dass es natürlich nicht gut geht. Also. Prost, ausgestiegen. Aus dem Auto. Ja, die Kamera wird jetzt extra wahrscheinlich nicht auf Nick filmen. Das Problem ist, dass das Auto abgehoben ist, aber das ist immer das Problem bei Formel-Autos und dann in den Zaun ist. Ja, steigt so, auch das sehr ist gut. Schon mal ein Bilder, hervorragendes Zeichen, dass er sich da selbst befreien kann. Nick Heidfeld. Zum Glück. Dickes Durchatmen und jetzt geht er natürlich auf den Brust los. Na, nee, macht er nicht. Naja, ich glaube schon, dass er ihm da was sagt, weil ganz ehrlich, ja, es war relativ überflüssig, wie er da rausgezuckt ist. Ich warte erstmal auf die Wiederholung ab. Ich bin da natürlich ein bisschen parteiisch, aber ich will mir das erst nochmal anschauen. Aber ich glaube, Nick war voll daneben schon. Somit ist im Prinzip seine Kurve. Aber wie gesagt, warten wir auf die Wiederholung. Also die Attacke von Nick Heidfeld war hervorragend vorbereitet. Da hatten alle nicht mehr mitgerechnet. Auch Nicola Prost glaube ich nicht, dass da nochmal was kommt. Wollte es vielleicht nicht wahrhaben. Prost. Also eigentlich müsste Di Grassi gewonnen haben. So ist es. Dann Montagny, dann Abt. Bisschen untergegangen. Ja, aber das ist jetzt erst auch mal sekundär. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Da ist Prost. Der und jetzt kommt Spiegel, links also gleich. Ja, ah, er ist schon rübergefahren. Nick ist daneben voll. Ne? Also gehört, boah, das ist schon heftig. Zum Glück sind die Autos so sicher. Wenn das Monocoque nicht so sicher... Ja, aufregend sein kann. So, so noch gucken wir uns das Ganze nochmal an. Er guckt in den Spiegel, Nick kommt raus, so, hier. Ist voll daneben und dann kommt... Ja, also zu 100% ist das Prost schuld. Tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid, das ist so. Das ist Prost schuld. Und schau mal, was der da Glück hat. Böse enden. Wenn er da mit dem also, Monocoque aus quer der Perspektive, aufschlägt... Da muss man aufpassen, dass man sachlich bleibt, ne? So, das war die Kurve davor. Jetzt ist die gerade. So, jetzt schaut er nach rechts, da sieht er, dass er kommt. Und jetzt, Achtung, lenkt er jetzt deutlich rüber. Und da ist noch... Guck mal, da ist noch nicht anbremsen. Ja, ja. Da ist Nick jetzt komplett daneben. Da fährt er rüber. Warum? Die Kurve ist hier. Ne? Hier ist die Kurve. Boah. Fast gesagt, wie der Vater, so der Sohn. Ja, da gab es auch einige Szenen in der Vergangenheit. Kinder kommen selten auf andere Leute. Nein, man darf jetzt auch nicht nur auf Prost draufschlagen. Im Nachhinein wird ihm das leid tun, das ist auch klar. Der wollte das Rennen auch gewinnen, muss man verstehen. Aber mit Sicherheit wird er sich dann bei Nick entschuldigen. Und beim nächsten Rennen ist das dann hoffentlich auch wieder komplett vergessen. Und hier ist der Gewinner. Lucas Di Grassi holt sich also den Auftaktsieg der Formel E in Peking. Ja. Bisschen geerbt hat er das Ganze. Prost, der sich mit dem Gedanken jetzt schon auseinandersetzen kann, dieses erste Rennen gewinnen zu können. Komm, letzte Attacke, da fährt ihm in die Karre. Und das Scheiße. War heftiger Einschlag. Nein, heftiger Einschlag von Nick Heidfeld. Aber die Autos sind sehr sicher, zum Glück. Das sind ja Monocoque-Chassis. Aber das heftig. Auszucken von Nicola Prost, liebe Zuschauer, war sehr hart gegen den Deutschen, gegen Nick Heidfeld. Di Grassi wird gewertet jetzt erstmal als Gewinner dieses Rennens. Dann kommt Daniel Abt und dahinter Karun Chantok. Was danach passiert ist, analysieren. Muss da kann man jetzt noch keine Schuld gucken. Geben. Wichtig ist, dass es natürlich nicht gut geht. Also. Prost. Ausgestiegen. Aus dem Auto. Ja, die Kamera wird jetzt extra wahrscheinlich nicht auf Nick filmen. Das Problem ist, dass das Auto abgehoben ist, aber das ist immer das Problem bei Formel-Autos und dann in den Zaun ist. Ja, steigt so, auch das sehr ist gut. Schon mal das ein Bilder, hervorragendes Zeichen, dass er sich da selbst befreien kann. Nick Heidfeld. Zum Glück. Dickes Durchatmen.